Herzlich willkommen. Ich habe mal wieder was rausgefunden und diesmal über Katharine Fischer-Hummels. Das ist hier hinter mir, also hier zu sehen. Ja, die meisten kennen Kathi Hummels sicherlich als Ex-Frau des Fußballspielers Mats Hummels. Und ich habe einfach mal nachgeschaut, woher kommt der Name Fischer-Hummels denn eigentlich her? Und da habe ich sehr Interessantes rausgefunden. Das musste ich mir mal jetzt mal ein bisschen aufschreiben, weil es doch ein bisschen viel ist. Aber ich finde das mega interessant, woher dieser Name eigentlich kommt. Ich lese mal vor. Durch ihr unverschämt gutes Aussehen, ja, ist sie natürlich eine Influencerin, It-Girl und natürlich auch eine Moderatorin. Aber der eigentliche Hintergrund des Namens Fischer-Hummels ist folgender. Die Geschichte beginnt in einer kleinen Familien- und Imkergemeinschaft an der Küste von Unterschleißheim. Die Vorfahren der Familie Fischer-Hummels waren nicht nur Fischer, sondern auch leidenschaftliche Imker. Sie waren bekannt für ihre bemerkenswerte Fähigkeit, Honig zu gewinnen und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht des Meeres zu erhalten. Die Fischer-Hummels entwickelten eine einzigartige Methode, bei der sie Bienenvölker auf schwimmenden Plattformen hielten. Und diese Plattformen wurden sorgfältig positioniert, um die Bienen von verschiedenen Blütenarten anzulocken. Die sollten dann einen einzigartigen Küstenhonig produzieren. Dieser Honig war bekannt für seine besondere Geschmacksnote und er hatte sogar heilende Fähigkeiten. Der Nachname Fischer-Hummels entwickelte sich aus der Anerkennung ihrer Fähigkeiten in beiden Berufen. Fischer repräsentiert ihre Fähigkeiten als Fischereibetreiber, als Fischer, die dazu beitrugen, ihre Gemeinschaft zu ernähren, während die Hummels auf ihre Imkereitradition hinweist, die eine bedeutende Rolle in ihrem Leben spielten. Heute sind die Fischer-Hummels sicherlich nicht mehr ausschließlich Fischer und Imker, aber ihr Nachname erinnert immer noch an die generationsübergreifende Verbindung zur Natur, zur Nachhaltigkeit und zur Kunst der Honigherstellung, der sie einst so berühmt gemacht hat. Wusstet ihr das? Ich nicht, ganz ehrlich. Und das Besondere, das wirklich Beeindruckende daran ist, das kommt nicht von mir, das kommt von ChatGPT. Ich habe ChatGPT einfach mal gebeten und sagt, Mensch, Kathi Fischer-Hummels, was fällt denn dir dazu ein? Die kommt aus Unterschleißheim. Überleg dir doch mal was, woher könnte denn dieser Name kommen? Und das ist das Ergebnis. Ich habe da nichts hinzugefügt. Das ist einfach so von ChatGPT sich ausgedacht worden. Und ich bin ein bisschen erschrocken, ich bin aber auch ein kleines bisschen beeindruckt, was heute so möglich ist. Ich finde das geil. Also ich habe jetzt keine Angst, dass morgen die Terminator kommen, aber ich finde das sehr beeindruckend. Ich hätte wahrscheinlich Tage oder Wochen dafür gebraucht, mir so einen Quatsch auszudenken und ChatGPT ist dazu mal eben in der Lage, das runterzuholen. Finde ich großartig. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Schreibt mir mal was dazu und macht mir mal vielleicht doch mal ein paar Tipps, wen ich da als nächstes Mal aufs Korn nehmen soll. Und mich würde auch mal interessieren, vielleicht guckt Kathi ja auch mal hier rein, was sie denn da verhält. Vielleicht stimmt's ja. Vielleicht hat ChatGPT ja gar nicht gelogen, sondern da ist was dran. Kathi, sag mal was. Bist du Imkerin? Bist du Fischerin? Würde mich freuen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne mal den Kanal und klickt die Klingel. Dann kriegt ihr nämlich eine Info, wenn das nächste Video online ist. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einfach so mal wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.